das Tor hier zu aktivieren. Und damit wären wir draußen. Hey, Sonic. Sieh dir das mal an. Wirklich ganz schön, Amy. Los, komm. Endlich ist mal nichts hinter uns her. Lass uns das einfach mal genießen. Okay, gehen wir. Puh, vielen Dank. Ja, Sonic, der natürlich nicht stillstehen möchte. Komm, gib mir den Zauberstab. Ich bringe euch alle um, ihr scheiß Penner. Na los. Legt euch nicht mit Sonic an und seinen Zauberstab, den ich gerade wunderbar an den Gegnern aufgebraucht habe. So. Nice one. Die Statuen kann man zerstören. Ich glaube, da waren schon mal welche. So. Du kommst her, mein Freund. Und du okay, kann ich die? Die kann man so töten. Tatsächlich. Die können zwar fliegen, aber anscheinend, wenn man die einmal greift, dann sind die zu dumm zum Fliegen. Und was bewirkt das? Das macht nur ein Trampolin. Wow, einzigartig. Okay. Also ein Staudamm. Jetzt zwischen dem Meer. Hier war Moses wieder am Werk. Und darf ich wieder einen Vergleich ziehen? Das erinnert mich an die dritte Welt aus SpongeBob und seine Freunde Schlacht um die Vulkaninsel. Da ist man auch am Strand lang gerannt. Und da gab es auch so eine Unterwasserpassage und daran erinnert mich das. Ich möchte dazu sagen, den DS-Teil und nicht den PS2-Teil, weil ich habe keine PlayStation. Ich habe damals nur den DS-Teil gezockt und das wirklich sehr ausgiebig. Das Spiel war einfach nur geil. Ich mochte damals Danny Phantom mehr als SpongeBob. Und das war eins der einzigen Spiele, bei dem man Danny Phantom wirklich so spielen konnte, wie er rumrennt und nicht wie er rumgeflogen ist. Da gibt es auch so, so ein extra Level, wo man Danny Phantom spielen kann. So ein extra Spiel, wo er dann nur rumfliegt. Das war der GBA-Teil von Danny Phantom Dschungelfieber, hieß das, glaube ich. Und da bist du dann einfach immer durch die Stadt geflogen, hast ein paar Gegner geplättet. War auch recht spaßig, aber dann doch nichts für die Ewigkeit. Und da hat mir wirklich das andere dann doch ein bisschen mehr Spaß gemacht, wenn man halt da wirklich einen Jump'n'Run mit Danny Phantom hatte. Gab es natürlich auch noch Danny Phantom, sein ultimativer Gegner oder wie das hieß für den Game Boy Advance. Das war aber auch nicht so meins. Das war irgendwie so wie keine Ahnung, so ein Beat'em-up-Game. Nicht meins. Da sind Jump'n'Run schon eher meine Sache. Und dann gucken wir uns hier natürlich ein bisschen um. So, oh. Das sah cool aus. Wie komme ich denn da rüber? Ah, dann ganz chillig einfach. Gut, hier haben wir noch eine Kiste. Ich bin mir ganz sicher, dass ich hier eine ganze Menge schon verpasst habe. Und wo bringt mich das hin? Da ist im Hintergrund was explodiert, das Schiff. Das Schiff fährt nicht, okay. Das ist auch sehr interessant zu wissen. Was war das gerade? Nichts. Man sollte hier vielleicht auch noch Fußspuren Ausschau halten, weil davon gibt es ja auch 5. Aber irgendwie finde ich absolut keine einzige. Was machst du hier, mein Freund? Ich möchte, dass du qualvoll stirbst, und zwar in die Richtung. Ja, das ging auf jeden Fall schnell. So, als zweites muss ich, glaube ich, auf die Plattform da drüben. Ich glaube, da könnte man auch mit dem Triple Jump von Amy einfach hinjumpen. Aber, oh, hier sind die Fußspuren, okay. Und die führen mich hierhin. Schwer zu sehen auf dem Boden. Aber damit habe ich schon gerechnet, dass die hier nicht so leicht zu sehen sind. Und damit ziehe ich hier das zweite Teil raus. Dann haben wir hier die Jump'n'Run-Passage, die wir jetzt lang jumpen müssen, frei geräumt. Die Frage ist natürlich, warum haben wir uns nicht gleich den Idealweg freigesprengt? Wäre interessant zu wissen, aber anscheinend sind Sonic und Amy einfach zu blöd dazu. So, ich möchte mit Amy zocken. Ich mag Amy, besonders in Jump'n'Run-Passagen.
Und da haben wir eine weitere Krone gefunden. Die Krone von König Neptun. Den Witz muss ich einfach jedes Mal bringen, wenn ich irgendwie eine Krone einsammle und nicht weiß, was ich sagen will. Dann sage ich einfach immer die Krone von König Neptun, wie jetzt zum Beispiel gerade. Und dann angeln wir uns hier jetzt einen Weg langsam, aber sicher nach oben. So, einmal hier rüber. Also absolut kein Problem. Besonders mit Amys Triple Jump dürfte man da keine Probleme haben. Wie ich da oben an die Krone rankomme, wäre interessant zu wissen. Jetzt muss ich den Anker nach hier drüben ziehen, okay. Und dann hier rüber swinge die Ding. Komme ich da drüben eigentlich? Was war das gerade? Ah, okay. Ja, okay, jetzt. Dann rennen wir den Weg halt nochmal. Der war jetzt nicht das Problem. Hier komme ich nicht hoch, ne? Nee. Also, wie ich an die Krone rankomme, muss später sein. Jetzt gerade geht's nicht. Wirklich? Wow. Woher soll ich denn wissen, dass ich über das Trampolin rüberjumpen soll, um an den Bonus zu kommen? Dieses Spiel, es ist einfach so, ich könnte kotzen. Also jetzt habe ich definitiv was verpasst, aber woher soll ich das denn wissen? Also hier haben die wirklich nochmal die alten Entwickler rangelassen. Haben die gedacht, okay, komm, wir geben euch noch eine Chance. Die bisherigen Level von euch waren zwar der größte Rotz, den ich je gesehen habe, aber es ist immerhin euer Spiel. Ihr seid die Entwickler und dann dürft ihr auch nochmal ein Level machen. Und das haben die hier auch wunderbar gemacht. Die Idee war wahrscheinlich von den neuen Entwicklern mit dem Unterwasser. Und verkorkst haben es dann die alten Entwickler das Level. Wunderbar. Schön. Schön, das zu wissen. Mann. Das ist so nervig, dass ich jetzt das Level wegen den ganzen Scheiß bis hierhin nochmal zocken muss. Weil hier runterjumpen, das hat er. Ja, hier ist sogar eine unsichtbare Wall. Also man kommt hier wirklich nicht mehr zurück, wenn man einmal hier oben ist. Und es nervt. Aber ich glaube, ich muss das nicht so oft sagen. Ich glaube, ihr habt schon beim ersten Mal verstanden gehabt. So, hier ist irgendwie ein neuer Roboter. Neuer extrem böser Roboter. Der total toll angepriesen wird und dreimal so viel einsteckt wie jeder normale andere Roboter und ansonsten keinen Bonus hat, außer dass er hier wieder so eine super Special-Attacke hat. Aber das war es dann auch. Wow, hier kann man runterfallen. Sehr interessant. Würdest du bitte sterben? Ich habe absolut keinen Bock auf dich und würde es total begrüßen, wenn du einfach von dieser Welt verschwinden würdest, weil niemand mag dich und du bist einfach nur verdammt im Weg und du sollst halt einfach nur sterben. Oh, es nervt, mein Freund, es nervt. Du bist einfach, du steckst so viel ein und du hast nichts drauf. Hätte man nicht irgendwie anders Roboter programmieren können, die irgendwie was drauf haben und viel einstecken? Okay. Na, dann kannst du ja die Stage direkt nochmal zocken. Ich hätte damit genug. Und ich würde auch sagen, dass ich nach der Stage nicht direkt in der Story weiterrenne, sondern dann auch wieder versuche, alles nachzuholen, was wir bis jetzt verpasst haben. Da dürfte wieder eine ganze Menge sein. Besonders in der Stage. Und wie sieht's jetzt hier aus? Jetzt geht's hier wieder rein in die komische Unterwasserpassage. Müssen wir nochmal fliehen vor dem komischen Vieh? Nach oben. Bei Amy ist eine Krone, bei Amy ist eine Kiste. Schön, dass das einem gezeigt wird. Also hier kann man sich wirklich für einen der beiden entscheiden. Und wenn man alleine spielt, dann sollte man mit Amy zocken. Wenn man zu zweit ist, dann muss einer halt Amy übernehmen und der andere Sonic. So hätte ich mir das auch bei den anderen Passagen gewünscht. Vielleicht wurde das auch gezeigt und ich war zu blöd und habe nicht hingeguckt. Genau, aber woher soll ich denn wissen, dass man nicht beide Wege gehen kann? Aber hier hat man halt genau gesehen, es gibt zwei Wege und du kannst nur einen wahrscheinlich gehen. Und such dir den aus, bei dem die Sachen sind, weil du möchtest wahrscheinlich schon 100% machen. Also hier sind die neuen Entwickler wieder imstande gewesen. Und
man merkt halt schon, wo man sich Gedanken gemacht hat und wo nicht. Und es ist traurig, dass man sich nicht beim kompletten Spiel Gedanken gemacht hat. So, hier ist wieder so ein... Du bist so fucking langweilig. Stirb! Kann ich dich damit verletzen überhaupt? Ich glaube ja. Ich weiß nur nicht, wie viel Damage das macht. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass du den... die Tröte hier wunderbar abbekommst. Ich habe nur noch 11 Ringe. Da hat mir der Gegner schön zugesetzt. Aber gut. Ne, wenn er nur rumsteht und ich immer zu ihm hingehen muss, um ihn überhaupt verletzen zu können, setzt er natürlich schon zu. Sonst, ihr kleinen Roboter, habt eh nichts drauf. Na gut, dann, irgendwie muss ich da nach da oben kommen. Da war ja eine Krone. Und auch ein Schalter, den wir anscheinend drücken müssen. Die Krone hätten wir. Der Schalter ist gedrückt. Und jetzt nochmal auf der anderen Seite. Weil einmal ist natürlich nicht genug, ne? Wobei, ja doch, ich muss ihn nochmal drücken. Okay. Und dann natürlich nochmal, weil zweimal ist auch noch nicht genug. Wir müssen natürlich noch ein drittes Mal. Wir legen noch einen drauf, wir Entwickler. Wir sind so klasse. Aber jetzt ist es geschafft, jetzt müssen wir hier nur noch alle draus ziehen und dann gehört das Teil wieder uns. Yay. Okay, das war eine kurze Stage, die kürzeste vielleicht sogar in dem gesamten Spiel, aber oder geht's noch weiter? Es geht noch weiter, okay. Also eine Unterwasser-U-Boot-Passage, bei der ich mit L lenke und mit Y kann ich eine Harpune schießen. Jetzt ist natürlich die Frage, hier sind Ringe. Gibt's hier auch noch irgendwie Kronen oder sowas? Drücke X, um die Zwillingsposition zu schießen. Das bedeutet für mich... Also solche Passagen sind zwar recht cool, sehr abwechslungsreich. Drücke R, um nach links. Oh, okay. Sind zwar sehr abwechslungsreich, aber die sind verdammt kompliziert zu lenken. Und ein Riesenproblem. Also, das ist echt nicht leicht. Mit Y schieße ich mit Sonic. Mit X schieße ich mit Amy. Okay. Das ist nicht leicht. Da... muss man sich dran gewöhnen, auf jeden Fall. Ich werde hier auch jedes Mal getroffen, weil die Steuerung so total schwammig ist. Also... lieber zweimal überlegen, ob man sowas einbaut. Und wenn, dann genauer überlegen, wie man die Steuerung perfektionieren kann. Ach du Scheiße, drei Wächter. Na prima. Zu dritt. Okay, also wir müssen jetzt abknallen. Eine sehr interessante Art des Bosskampfs. Eine sehr interessante Art. Treffen mich verdammt oft. Aber der erste ist auch schon down. Und der hier, der macht mich gerade fertig. Es dürfte gerne noch einer drauf gehen. Wow. Wow. Okay. Nochmal auf ein neues. Man muss alles von vorne machen. Kein Checkpoint. Kritikpunkt. Ich habe nun einen Kritikpunkt gegen diese Stage. Es ist verdammt langweilig, weil man nichts machen kann, außer dumm rumlenken. Und wenn man getroffen wird, verliert man vielleicht so 10 Ringe. Und das ist scheißegal. Und... wenn man so ein bisschen einfach nur in eine Richtung drückt und wie ein Bekloppter den Y-Knopf hämmert, geschieht nicht viel. Man kann auch beide gleichzeitig schießen. Okay, das merke ich mir. Also man kann Y und X gleichzeitig drücken, dann schießt man doppelt so viel Munition ab. Dürfte vielleicht ein hilfreicher Tipp für den Bosskampf sein am Ende. Also jetzt der hier.
Leben immer noch. Ja. Ja. Na gut, also dann volle Kanne mit doppelter... Die machen verdammt viel Damage beim ersten Mal, wenn die einen berühren. Alter! Den kann man auch... Nee, man kann denen nicht ausweichen. Wenn die auf einen zugestürmt kommen, dann bist du am Arsch automatisch. Weil dann treffen die dich hundertprozentig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und ich würde auch sagen, ich schneide euch das, weil ich würde mir das auch nicht antun. Jedes Mal. Bis dahin. Ich muss es nur jetzt machen. Ihr könnt natürlich vorspulen. Aber bevor ihr vorspulen müsst, schneide ich euch das lieber. Also jetzt einmal lasse ich es noch drinnen. Aber danach schneide ich das euch, weil dat, ich sehe darin keinen Sinn. Ich renne da jetzt 3000 Mal hin, verreck da vielleicht 3000 Mal und dann schaffe ich es durchs Glück irgendwie einmal. Also die Passagen sind absolut nicht durchdacht. Das war auch schon bei der anderen Passage mit dem Wildwasserfahrtteil, wo Dr. Eggman uns verfolgt hat. Und die Hitbox von den Teilen, in denen wir fahren, die ist sehr seltsam. Guckt euch das an. Mich hat da kein einziger Felsbrocken getroffen, aber ich wurde irgendwie trotzdem verletzt. Also, da muss mich jemand aufklären. So, ich bin wahrscheinlich sowieso gleich wieder Geschichte. Und aus dem Grund einfach mal versuchen auszuweichen. Zwei, okay, zwei sind es jetzt. Die schließen sich zusammen. Also jetzt sind es keine drei, jetzt sind es nur zwei. Frage mich auch warum. So, kriege ich die Kiste? Nee, die kriege ich nicht. Aber da wurde ich wunderbar wieder getroffen, zieht mir 50 Ringe ab. Und das ist einfach nur scheiße. Und da ist er down. Wir haben es geschafft. Jetzt können wir gehen.